Zwei Themen stehen heute im Vordergrund. Eines hat mit uns zu tun, nämlich Gas, mit uns gemeint in Deutschland und Europa. Und das andere hat zunächst mal mit den Amerikanern zu tun, aber mit den Weltmärkten insgesamt, denn heute hatten wir die Inflationsdaten aus den USA und die Welt fragt sich, was wird die Fed tun? Dazu gleich mehr. Starten wir erstmal mit dem, was uns eigentlich angeht, und das ist das Thema Gas. Und da gab es heute eine Meldung, die auf jeden Fall den Druck in Sachen Gas auf Deutschland, auf Europa erhöht, denn Gazprom hat gesagt, naja, der Betrieb von Nord Stream 1 ist nicht sichergestellt, denn wir haben von Siemens keine Dokumente bekommen, wonach diese Turbine, die in Kanada ja zur Reparatur war, wirklich zurückgegeben werden könne. Also man erhöht den Druck und sagt, Nord Stream 2 kann vielleicht nicht wieder wirklich in Betrieb gehen. Für Deutschland, für Europa eine Katastrophe, denn zwar läuft nach wie vor Gas aus oder durch ukrainische Pipelines Richtung Europa und Deutschland, aber das würde nicht reichen. Also kann man sagen, faktisch erhöht Putin über Gazprom den Druck auf Deutschland und die EU, denn es ist ja schwer vorstellbar, dass Putin davon nichts wüsste oder das nicht gar angeordnet habe. Jedenfalls sehen wir, dass die EU schon auf diesen Druck reagiert. Da hat man jetzt Litauen angewiesen, diese Importbeschränkungen nach Kaliningrad, diese russische Enklave, auszusetzen. Also man hat ja eigentlich gesagt seitens Litauens, wir setzen doch nur EU-Sanktionen um, aber wenn es hart auf hart geht, dann macht man da durchaus ein paar Abstriche. Also wir sehen, wie die Machtverhältnisse da inzwischen gelagert sind. Die EU muss reagieren, denn man hat richtig Sorge, dass durch Nord Stream 1 kein Gas mehr fließt. Ich hatte kürzlich ein Video gemacht mit dem Titel, warum Putin uns das Gas nicht abdrehen wird, und da argumentiert, naja, also Putin hat die Infrastruktur gar nicht, das Gas woanders hinzuliefern, und schlauer wäre es doch, wenn er so ein bisschen Gas liefert, sodass der Gaspreis weiter oben bleibt, wir unsere Lager nicht wirklich füllen können und auf der anderen Seite dann Russland eben durchaus weiter gute Einnahmen hat. Mal sehen, ob es so kommt. Die Märkte, bis auf Gas, europäisches Gas, TTF, heute plus 5%, aber der DAX, der Euro, haben darauf kaum reagiert, dagegen viel stärker reagiert auf das, was in Sachen Inflation heute aus den USA gekommen ist. Insgesamt will Deutschland aber so eine Art Super-Powerhouse werden in Sachen Flüssiggas. Jörg Kukies, ehemaliger Staatssekretär im Finanzministerium, ist jetzt unterwegs für Deutschland als Vertrauter vom Kanzler, der soll verhandeln in Sachen Flüssiggas. Deutschland soll dazu einer riesigen Drehscheibe werden. Der hat mit Shell gesprochen, der hat gesprochen mit der US-Regierung, damit dann noch mehr Flüssiggas von dort kommt. Erinnern wir uns, kürzlich hatten wir die Handelsbilanz aus Deutschland das erste Mal seit 1991 negativ. Bedeutet das faktisch eben, wir jetzt sehr, sehr teures und umweltschädliches Flüssiggas einkaufen und damit unser Geschäftsmodell, das darauf basierte, nämlich das deutsche Geschäftsmodell, das darauf basierte, dass wir billiges russisches Gas kaufen, dann Produkte herstellen, die wir teuer, wenn man so will, ins Ausland verkaufen, in Frage gestellt ist. Und das ist auch ein Grund der Euro-Schwäche, dass dieses deutsche Geschäftsmodell eben so nicht mehr funktioniert. Und ob zeitig genug wirklich dieses Flüssiggas herangeschafft werden kann, um Nord Stream 1 zu ersetzen, wenn da nichts mehr durchkäme, das kann man getrost bezweifeln. Dann gibt es eigentlich auf der anderen Seite, so berichtet der Korrespondent der Welt, positive Signale. Putin will Geld verdienen mit seinem Gas. Er will einen reibungslosen Transit. Da hat er offenkundig Gespräche geführt und Aussagen gehört, die sagen, naja, wir wollen ja eigentlich dieses Geschäft machen. Aus Sicht der Russen sind sie ja die Guten. Man wird geärgert durch die Europäer. Ukraine gehört doch uns. Also was macht ihr euch da so Stress, oder zumindest die Ostukraine, der Donbass, also macht euch doch mal locker, so könnte man vielleicht diese Haltung interpretieren. Klar, Putin, die Russen wollen Geld verdienen, also es ist noch völlig offen, wie diese Geschichte weitergeht, aber der Druck wird offenkundig, der jetzt auf der Pipeline ist, im wahrsten Sinne des Wortes, der Druck wird jetzt höher. Und das werden heiße nächste Wochen, vor allem wenn dann die Pipeline-Reparaturarbeiten, Wartungsarbeiten am 21. Juli dann beendet sein werden. Und auf der anderen Seite sagt Deutschland jetzt, in zwei Wochen kaufen wir gar keine russische Kohle mehr. Also man gibt von Deutschland das Signal, wir werden immer weniger von euch kaufen. Gleichzeitig soll aber Nord Stream 2 bitteschön wieder
in Betrieb gehen, passt nicht so richtig zusammen, wird man aus russischer Sicht wahrscheinlich durchaus zur Kenntnis nehmen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was unser wunderbarer Marcello Fraccherino, Marcel Fratscher, gesagt hat, der meinte, ja, die Einkäufer sollen doch den Russen sagen, wir zahlen Summe X und nichts drüber hinaus, ja. Also so eine Art Preisdeckel, da ist natürlich, sind die Russen begeistert und werden dann umso mehr liefern, ja, das ist klar. Also man sieht, Marcel Fraccherino muss unbedingt den Nobelpreis kriegen. Der ist nicht nur ein hervorragender Ökonom mit tollen Einschätzungen in Sachen Inflation schon vor einiger Zeit, als er sagte, die bösen Panikmacher in Sachen Inflation, sondern er hat auch wirklich großartige Vorschläge. Also es ist gut, dass wir den haben, kann man nur sagen. Schauen wir jetzt mal in Richtung USA, schauen wir auf das Großthema Inflation. Das hat heute natürlich die Märkte geschüttelt. Die Daten kamen rein mit 9,1%. Das lag höher als die höchste Erwartung der Analysten. Die schwankten so zwischen 8,6 und 8,9. 9,1 war noch mehr. Vormonat Anstieg 1,3%, hier eigentlich nur 1,1 erwartet, also auch höher, aber wenn Sie unten mal die Grafik gucken, Kernrate, also ohne Nahrung und Energie, dritter Monat in Folge rückläufig. Was ist da los? Was ist mit diesen Daten los? Ich hatte ja heute Morgen ein Video gemacht, das versucht hat, hier diese ganze Problematik mal ein bisschen aufzuspießen, aber eins ist klar, wir haben jetzt eine Inflation, die so hoch ist wie seit 1981 nicht mehr. Aber 1981 war der Leitzins bei 12%. Jetzt sind wir mal gerade bei 1,75%, was den Leitzins in den USA betrifft. Also ein gewisses Mismatch, das da nach wie vor der Fall ist. Aber was ist jetzt mit dieser Inflation los? Wie gesagt, heute Morgen ein Video von mir, als ich gezeigt habe, dass letztendlich diese Komponente Mieten und diese sogenannte Owner's Equivalent Rent, also Leute, die ein Haus besitzen, da wird dann ein theoretisches Modell gestrickt. Was müssten die Miete zahlen, wenn sie das nicht besitzen würden oder die Wohnung nicht besitzen würden? Und das hat einen riesigen Einfluss auf diese Berechnung der Inflationsdaten, CPI. Und diese Daten in Sachen Miete und in Sachen Owner's Equivalent Rent, die sind 6 bis 9 Monate verzögert. Im Grunde sind die also Daten aus der Vergangenheit, die in der Aktualität gar keine Rolle mehr spielen. Denn wir sehen an vielen Fronten, dass die Inflationsdynamik bereits deutlich zurückgeht. Wir haben crashende Rohstoffpreise gesehen. Wir sehen, dass Benzin billiger geworden ist in den USA und. Aber jetzt kommen sozusagen verzögerte Daten in diese Berechnung mit rein. Und das ist deswegen wichtig, weil eben diese Homeowners Equivalent Rent alleine knapp 24% der Berechnung ausmacht und der Rent, also Miete, 7,3% sind in der Summe fast ein Drittel der gesamten Berechnung. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie stark verzögert diese Daten sind und welchen Unterschied das ausmacht. Ich hatte heute Morgen auf einen Artikel verwiesen, den ich auch unter diesem Video nochmal verlinken werde, weil Sie dann wirklich verstehen, was ist da los mit den Amis. Wie stark diese Berechnung verzögert ist, diese Untersuchung kam Ende März und wir sehen, da waren die Anstiege der Hauspreise zum Vorjahresmonat bei 20% nach Zillow oder ähnlich hoch bei Case-Shiller. Aber berechnet wurde für die Inflationsberechnung damals nur ein Anstieg von etwa 4% zum Vorjahresmonat. Also das sind jetzt verzögerte alte Daten, die sehr wichtig sind, ein Riesengewicht haben. Und schauen wir uns die heutigen Daten mal an, dann sehen wir zwar klar, Energie ist nochmal deutlich gestiegen, Shelter, also Unterkünfte, Hotelübernachtungen, Food, auch relativ wichtig mit einem Anteil von über 8% und 5% auswärtiges Essen, 8% zu Hause essen sozusagen. Aber hier sehen wir, das sind die maßgeblichen Treiber auf der einen Seite gewesen, aber der Haupttreiber letztendlich, hier sehen wir nochmal die rückläufigen Benzinpreise etwa in den USA, der Haupttreiber war dann doch diese Homeowner Equivalent Rent. Mit 0,7 zum Vormonat angestiegen, riesiger Anstieg, aber noch stärker eben die Komponente Mieten. 0,8% sind faktisch die Mieten jetzt im Juni zum Mai 0,8% gestiegen. Nein, sind sie nicht, das sind Daten aus der Vergangenheit, man kann es nicht oft genug wiederholen. Also das ist schon ein ziemliches Chaos, was da angerichtet wird, eben bei der Inflationsberechnung. Aber warum sacken eigentlich die Märkte nicht ab? Nancy Pelosi ist ein Grund dafür, die hat gesagt, also ich denke, jetzt haben wir das Hoch erreicht der Inflation.
Möglicherweise hat sie ein paar Triple Q Calls, wie hier kommentiert wird. Triple Q ist das maßgebliche Nasdaq ETF. Also die Dame ist wahrscheinlich long, aber die Märkte sind zunächst mal ziemlich eingebrochen. Nasdaq Future 400 Punkte verloren, aber haben sich dann wieder erholt. Nicht nur wegen Nancy Pelosi, sondern da gab es auch andere gute Gründe, denn einer ist, dass damit die Rezessionswahrscheinlichkeit immer wahrscheinlicher wird. Die Wahrscheinlichkeit wird wahrscheinlich, aber Sie wissen, was ich meine. Also es wird wahrscheinlicher, dass eine Rezession kommt, denn die Fed wird gezwungen sein, sozusagen mit Zinsanhebungen diese Rezession jetzt auszulösen aufgrund dieser hohen Inflation. Bank of America warnt jetzt, also passt auf, wahrscheinlich werden wir schon im vierten Quartal 2022 die Rezession sehen. Das geht also immer schneller mit dieser Rezession, die kommt immer näher. Früher hat man gesagt, ja, vielleicht 2024, jetzt kommt es immer näher. Und eines davon ist die sogenannte Inflation Tax, warum Bank of America hier auf diese Idee kommt. Also die Steuer durch Inflation und warum die Märkte jetzt wirklich ziemlich entspannt dann im Nachgang zumindest agieren ist, weil die Rate Cut Expectations jetzt deutlich steigen. Also man erwartet, dass die Fed jetzt noch die Zinsen anhebt. Aber je mehr sie das tut, umso früher die Zinsen auch wieder dann senken muss. Das ist der eine Grund. Und der andere ist hier etwa auch die Zinskurve invertiert immer weiter. 2- und 10-Jährige jetzt auf dem niedrigsten Stand seit 2006. Also Rezession wird immer wahrscheinlicher. Das ist das, was kommen dürfte. Märkte haben sich dann auch erholt, weil Nick Timiraos vom Wall Street Journal nochmal gesagt hat, also 100 Basispunkte ist nicht wirklich von der Fed gedacht. Das ist ja so ein bisschen der Fed-Leaker, derjenige, der die Botschaften der Fed an die Märkte übermittelt. Das, nachdem die Bank of Canada bereits 100 Basispunkte heute überraschend die Zinsen angehoben hat. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Schlimmste Energiekrise. Ein Artikel zeigt, da geht es nicht nur um eine Turbine, da geht es um viel mehr. Unbedingt lesen, werde ich unter dem Video verlinken. Und Rezession, Wirtschaft auf dem Weg in eine Rezession in den USA, der das Gesamtbild hier zeigt. Wunderbarer Artikel. Diese beiden Artikel möchte ich empfehlen. Jetzt sage ich Servus und Ciao.